Herzen für eine neue Welt, Kinderhilfe Peru. In Peru gibt es ganz große soziale Unterschiede und das schon sehr, sehr lange. Und es ist sehr schön zu sehen, dass sich viele Vereine in Deutschland engagieren, das etwas zu verbessern, die Lebenssituation, ob Gesundheit, Bildung oder Umwelt und darüber hinaus. Und heute bin ich zu Gast in den Räumlichkeiten eines ganz besonderen Vereins, wie ich finde, bin da sehr dankbar. Der Verein ist Herzen für eine neue Welt e.V. in Königstein. Ein Verein, der schon sehr, sehr lange aktiv ist, der ausgezeichnet ist, verschiedene Gütesiegel hat, aktiv ist mit freiwilligen Programmen, mit eigenen Projekten vor Ort in den Anden, sowie Alumni-Netzwerk und noch wahrscheinlich ganz viel mehr. Und da bin ich sehr froh, dass ich heute hier sein darf. Nochmal schön, dass ihr zuschaut, zuhört, ob in Deutschland, Peru oder sonst wo auf dieser Welt. Ja, Herzen für eine neue Welt e.V. Und meine Gäste sind hier Frau Kilp als Geschäftsführerin des Vereins und Frau Strunk als Pressesprecherin. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass Für Sie die Einladung. Genau. Herzen für eine neue Welt e.V. ist ein älterer Verein, schon sehr lange aktiv und glaube ich, vor der Jahrtausendwende, wenn man noch mal so sprechen kann. Wie ist der Verein entstanden? Was ist da alles passiert? Herzen für eine neue Welt hier aus Königstein, der ist entstanden, als unser Gründer, der Herr Dr. Arnold, 1997 auf einer seiner Reisen die Armut einfach gesehen hat in den Hochanden. Und er hat sich einfach entschlossen, dort zu helfen und hat dann mit Freunden zusammen einen gemeinnützigen Verein gegründet. Und ja, seitdem sind wir halt in Urubamba, das ist in der Nähe von Cusco, im heiligen Tal der Inkas, tätig. Wir haben angefangen mit einem Kinderdorf, das ist unser Herzstück eigentlich. Und wir haben dort angefangen, auch weitere Programme dann im Laufe der Jahre aufzubauen und legen den Fokus allgemein hauptsächlich auf Bildung. Das ist so unser Ding, Bildung und soziale Hilfe. Und mittlerweile haben wir nicht nur eine Kinderhilfe oder ein Kinderhilfsprojekt, wie wir es früher genannt haben, sondern wir unterstützen auch jetzt Jugendliche, junge Erwachsene und auch mittlerweile Erwachsene, auch in der Bildung hauptsächlich. Ja, sehr schön. Also der Nukleus Herzen für eine neue Welt ist zwar hier noch mit, ich zeige es nochmal hinter die Kamera für alle, die zuschauen im YouTube, mit Kindern, aber trifft natürlich sehr viel andere Bevölkerungsschichten und natürlich irgendwann sind die Kinder, Jugendliche und Erwachsenen. Und das ist schön, dass Sie da unterstützen. Wofür steht so der Verein? Strunk, so wenn Sie da schauen, ist ja nicht nur Königstein, sondern Sie wohnen ja in Bonn, also ist ja nicht nur lokal. Wofür steht der Verein? Wo kommen die ganzen Menschen her, die Sie unterstützen? Im Grunde genommen ist das ein bisschen gewachsen. Also am Anfang war es Königstein, bestimmt, weil es der Freundeskreis unseres Gründers war. Und ich glaube, über die Zeit haben sich immer mehr Menschen in den Verein verliebt. Also so blöd es auch klingt, man verliebt sich in Herzen. Also so ging es mir. Ich bin hier in den Laden reingegangen, habe mich informiert und es war gerade eine Stelle frei. Und dann habe ich mich in die Menschen verliebt und das ist so das, was uns auszeichnet, die Herzlichkeit, die Lust, in Peru was zu verändern. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis, dass wir herzliche Menschen sind und gerne da arbeiten und auch dahinter stehen, was wir tun. Ja, Sie waren ja kürzlich in Peru, kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Bevor Sie das Stichwort, das ich gehört habe, viel bewegt, so ein bisschen in die Zahlen hineinzugehen, haben Sie so ein paar Zahlen parat, was der Verein bewegt hat? Also der Verein hat in den letzten Jahren mindestens um die 8 Millionen Euro schon eingesetzt vor Ort. Das beinhaltet die ganze Administration natürlich auch vor Ort. Da hängt ja auch vieles daran, um alles zu betreiben, ob das das Kinderdorf ist, ob das unsere Kreativstätten sind. Wir haben ein Agrarbildungszentrum gebaut, wir haben Schulungsräume gebaut. Wir benötigen Fahrzeuge, um die Kinder zu transportieren in die Schulen. Und wir haben natürlich ganz viele Hilfe dort geleistet in Form von Schulspeisungen oder ja, das Projekt allgemein oder die Programme allgemein zu unterhalten. Und wir haben im Moment, würde ich sagen, einen Bedarf von ungefähr zwischen 500.000 und 600.000 Euro im Monat. Entschuldigung, 500.000 bis 600.000 Euro im Jahr, um das Ganze zu unterhalten. Also mit wirklich allen
Angestellten auch vor Ort. Wir haben ja auch dort, wie gesagt, eine Administration, ja. Kinderdorfmütter, Psychologen. Mhm. Das muss ja auch alles bezahlt werden. Mhm. Ja. Stolze Betrachtung, schön, was da schon alles geleistet wurde. Ja. Ihre Reise nach Peru. Was nehmen Sie für Eindrücke mit? Ich bin überwältigt. Mhm. Also ich arbeite seit circa 2 Jahren für den Verein und durch die Pandemie konnte ich da nie hinreisen. Das heißt, ich habe immer von Bildern und Zoom-Sitzungen gelebt. Mhm. Und vor Ort zu sein und das Team dort kennenzulernen, war ja überwältigend, weil viel mehr gemacht wird, als ich mir je vorgestellt habe. Und wie viel Engagement auch die Einzelnen da reinstecken. Also es ist, die haben eine Passion für ihre Arbeit und es ist wirklich, ja, es ist beeindruckend. Auch allein das Kinderdorf, also ich habe Bilder gesehen, aber dann da mal durchzulaufen und das zu erleben, das war, ja, ich am liebsten wäre ich da geblieben. Aber es gab leider keine Stelle dort. Und am liebsten wäre ich mitgeflogen. Ja. Aber es ging leider nicht. Ja, genau, Ihre Reise steht an, irgendwann wird sie erfolgen. Ja. Was werden Sie Ihnen dann vor Ort in Peru besichtigen, was ist Ihr Programm? Also mein Fokus liegt ja hier in Deutschland, in dem Verein, meist auf den Finanzen. Mhm. Also es ist so mein Hauptberuf hier. Und ich werde natürlich vor Ort auch Zahlen prüfen, das ist ganz klar, auch schauen. Wir haben zum Beispiel Bengo, das ist ein Programm, was uns unterstützt hat. Und da müssen wir natürlich auch Zahlen liefern und müssen auch schauen, dass wir das überprüfen. Mhm. Und das sind wir einfach auch unseren Spendern und Paten und wer auch immer uns unterstützt, müssen wir da einfach auch Rechenschaft ablegen, auch dem Spendensiegel gegenüber, das haben wir auch letztes Jahr erhalten. Mhm. Also das ist so einer meiner Punkte, die ich dort abhake, mit der Buchhaltung auch zusammenarbeiten, aber auch die einzelnen Programme besuchen, schauen, wie geht's. Und mein Flug, den musste ich ja jetzt leider absagen, krankheitsbedingt, wäre auch gewesen, eine Budgetplanung für das nächste Jahr, weil wir sehen ja alle, die Spenden gehen ein bisschen zurück, ja, Corona-bedingt oder jetzt auch durch den Ukraine-Krieg. Und wir müssen einfach schauen, was können wir denn eigentlich uns noch leisten, ja. Mhm. Aber wir können ja nicht einfach hier sagen, wir kürzen jetzt einfach mal, ihr macht jetzt dieses oder jenes nicht mehr, sondern das wird einfach vor Ort mit der Leitung und mit den Bereichsleitern einfach auch besprochen, ja. Was müssen wir auf jeden Fall erhalten? Was würdet ihr darüber hinaus vielleicht noch gerne weitermachen? Und wie können wir es umsetzen? Mhm. A, personell und natürlich vom Geld her. Jawohl. Mhm. Und natürlich gehe ich dann auch meine Kollegen besuchen. Das ist immer sehr schön, die auch nicht nur immer per Zoom, sondern vor Ort. Und ein Highlight ist natürlich auch immer im Kinderdorf zu sein. Also die Kinder da zu sehen, das ist immer einfach, ich stehe da und denke, wow, hast einen tollen Job, ja. Das lohnt sich hier. Jedes einzelne Kind, das hier irgendwie glücklich ist oder froh ist, das, dafür gehst du arbeiten und das ist toll. Mhm. Was brachte Sie denn zum Verein? Weil Sie hatten ja schon erzählt, Sie sind hier hereingekommen und die haben Energie gespürt, so interpretiere ich das einmal. Was brachte mich zum Verein? Mich brachte zum Verein die Überredungskunst unseres Gründers. Ah, ich war derzeit, das war im Jahr 1999, 2000, wollte ich wieder ins Berufsleben ein bisschen einsteigen, weil meine Kinder, die sind dann Schule und Kindergarten und ich wollte einfach nebenher noch ein bisschen was machen und dann stand in der Zeitung irgendwie Buchhaltung gesucht. Und dann kam unser Gründer, oder ich habe mich beworben und der Mann hatte so ein Charisma und so eine Überredungskunst, der hat mich dann quasi dazu überredet, das kostenlos nebenher zu machen. Gut, damals war der Verein noch klein, wir hatten vielleicht so 30 Paten und das habe ich gedacht, okay, dann mache ich das ehrenamtlich. Und dann ist es immer mehr gewachsen, immer mehr gewachsen, immer mehr gewachsen. Und 2011 haben wir dann hier diese Geschäftsstelle gegründet, weil es einfach nicht mehr machbar war, alles von zu Hause. Und ja, dann habe ich einfach gedacht, okay, dann lasse ich mich hier anstellen. Habe dann eine Halbtagsstelle und dann ist unser Gründer ja in 2014 leider verstorben. Und somit wurde dann die Arbeit auch mehr und dann war es ganz klar. Und seitdem bin ich im Boot. Ja, naja, wenn Sie 500.000 bis 600.000 Euro sozusagen bewegen im Jahr, dann ist das schon ein kleines Unternehmen manchmal vom organisatorischen Aufbau her und Sie haben ja viel erreicht und das muss natürlich auch immer gesichert werden, die Information, also das Gütesiegel
bezüglich der Spenden und gerade überall auf der Welt und auch in Peru das Thema Korruption und oder Missinterpretation von Regeln, um das mal so zu formulieren, vielleicht auch aus Unkenntnis heraus, damit das Geld einfach sicher auch dort ankommt, umgesetzt wird. Also da haben wir auch dank Herrn Dr. Leidinger, unseren ersten Vorsitzenden, auch sehr viele rechtliche Dinge auf den Weg gebracht, sei es hier jetzt in unserem Verein oder auch bei Corazones und das Vier-Augen-Prinzip, Unterschriftenregelungen oder was auch immer. Also das haben wir dank seiner Hilfe alles sehr professionell auf die Beine gestellt. Und das macht uns auch jetzt mittlerweile aus, dass wir auch ganz transparent arbeiten können. Mhm. Also ich kann Ihnen gerne alle Zahlen zeigen, die Sie sehen möchten. Ich kann Ihnen unser Spendensiegel zeigen, vom Finanzamt Bescheide. Ja. Also wir legen da wirklich sehr, sehr viel Wert drauf, dass sowohl in Peru als auch hier das alles sehr offen dargestellt werden kann. Das ist eine schöne Botschaft an alle Zuschauer und Zuhörer. Also Transparenz, eines der wichtigsten Themen für die, für eine erfolgreiche Arbeit. Denn, wie erwähnt, nicht nur in Peru, auf der ganzen Welt ist das Thema Missinterpretation von Regeln oder, könnte auch anders formulieren, Korruption verführt manchmal. Und es ist extrem wichtig, dort ein Vorbild zu sein. Ja. Der ursprüngliche Gesprächspartner war Dr. Leidinger und eigentlich wären Sie jetzt im Flugzeug nach Peru und wir haben ja die gute Nachricht, dass er, also schön, dass Sie da, schade, dass Sie nicht geflogen sind, aber schön, dass Sie da sind. Und Herr Dr. Leidinger ist inzwischen ja auch hier angekommen und wollen wir ihn dazu nehmen? Ich würde mich freuen. Ja, dann sehr gerne. Ja, liebe Zuschauer, Zuhörer, das ist einfach live. Wir sind hier in der Geschäftsstelle in Königstein des Vereins und heute ist Tag der offenen Türe. Ja. Und wir nehmen einfach noch ein paar Gäste mit dazu. Genau. Ja, Herr Gerd Benner, das ist unser zweiter Vorsitzender. Urgestein. Genau, Seit der Gründung mit dabei. Ja, und glaube ich, Schulfreund von Dieter, oder? Genau, also Kindergartenfreund, da fing schon an. Ja. Wir waren im Kindergarten hier zusammen. Dann würde ich einfach mit Ihnen kurz beginnen und dann Ihnen das Wort geben, wenn Sie nochmal schildern, die Anfangszeit. So, was Sie, war der Spirit, was war die Intention? Also die Intention war folgende. Dr. Arnold Dieter war als Verfahrensingenieur bei den Farbwerken. Höchst war ja weltbekannt als Farbwerker und durch seine Tätigkeit kam er überall in der Welt herum. Unter anderem in Indien. Die Armut dort und der Schmutz und die Lebensweise der Bevölkerung, das hat ihn sehr getroffen. Und da war er der Meinung, wir sollten oder er wollte in Indien etwas für die Bevölkerung tun. Ja. Höchst wurde ja früh aufgelöst, also er ist früh in Pension gegangen. Und dann kam ein, ja, ich sag mal, vielleicht ein Glücksfall auf eine Reise nach Peru. Hatte einen Michael kennengelernt. Der Michael war Entwicklungshelfer in Peru und wenn man so ein Projekt, was entstanden ist nach dem Motto, uns geht es gut, wir wollen für andere etwas tun, war er der Meinung, wenn wir vor Ort jemand haben als Ansprechpartner, dann ist das allemal besser, als irgendwo in Indien oder in Afrika ein Hilfsprojekt zu gründen. Ja. Da haben wir einen Ansprechpartner vor Ort, der kann in den Anfangsstadien einiges regeln. Und das war so. Der Michael Schilling hat uns geholfen, erstmal zu einem Grundstück zu kommen, was auf Tauschbasis mit der Gemeinde unterhalb unseres Kinderdorfs San Isidro zustande kam und hat auch so in den ersten Jahren unser Projekt begleitet. Ja, schön. Leider erfährt man ja in solchen Phasen, dass Leute, die sich um so ein Projekt kümmern, nicht nur an die anderen denken, sondern auch so ein bisschen an sich selbst. Das hat dazu geführt, dass wir den Michael Schilling, ich denke, ich weiß jetzt nicht mehr genau, so nach 4 Jahren verabschiedet haben. Da lief aber unser Projekt dann schon ganz gut. Wir haben halt angefangen klein mit einem Kinderdorfhaus und sukzessive haben wir das Projekt vergrößert, immer mehr Häuser dazu haben und das war ganz wichtig,
Sponsoren gefunden. Mhm. Paten kriegen sie ja erst, wenn sie auch Kinder im Kinderdorf ja. haben. Mhm. Und so hat sich das dann peu à peu entwickelt, mhm. bis zu einem Projekt. Esther war gerade zum ersten Mal, glaube ich, da. Also wer dorthin fährt, durch Bilder kann man einen Eindruck gewinnen. Ja. Aber wenn man das Projekt vor Ort erlebt hat und sieht, was wir da leisten, wie die Kinder gut aufgenommen sind, dann kann man sich erst eine Vorstellung machen von der Güte, sage ich mal, dieses Projekts. Güte insofern, 25 Jahre existieren wir jetzt und wer sich so ein bisschen auskennt in der Entwicklungshilfe, der weiß auch, es gibt eine ganze Menge Projekte, die werden aus dem Boden gestampft. Das Bundesministerium für Entwicklungshilfe gibt viel Geld, aber leider bricht das nach 2-3 Jahren zusammen, weil, ich sag mal, die Empathie fehlt, die Leute, die das wie wir alle freiwillig machen, die dahinter stehen. Und insofern sind wir unheimlich stolz, dass wir das so lange aufrecht erhalten. Das ist an für sich ein falsches Wort, sondern weiterentwickelt haben. Also das ist eine großartige Sache und im Laufe der Jahre hat sich das natürlich über das Kinderdorf hinaus entwickelt. Also es gibt verschiedene Schwerpunkte, die wir machen. Ein großer Schwerpunkt ist das Schulnetzwerk. Wir unterhalten praktisch 10 Schulen 14. mit Mater- oder 14 mit Material, aber nicht nur mit Material, sondern wir haben ein Schulspeisungsprogramm. 1.100 Kinder kriegen jeden Tag Schulspeisung von uns. Ich selbst bin ja Jahrgang 40 geboren. Ich habe hier in Königstein auch noch Schulspeisung bekommen. Und ich weiß, wie froh wir als Buben oder als Mädchen in die Schule gegangen sind, wenn es um 10 Uhr in der großen Pause Schulspeisung gab. Und die Kinder dort vor Ort, wenn sie sehen, wo die leben, in welchen Behausungen und in welchen Umständen auch die Eltern die Kinder großziehen sollen, müssen, dann ist dieses Schulspeisungsprogramm eine unheimliche Hilfe und es motiviert die Kinder auch in die Schule zu gehen. Sehr schön, danke schön. Und die kommen sehr viele Kilometer zu Fuß gelaufen. Aber das... Der Dr. Leidinger ist ja ein Insider. Sein Sohn war als Freiwilliger im Projekt und alle hier durch die Arbeit sind die alle sehr gut vertraut mit dem Projekt. Sehr schön. Und das macht sie aus. Das Worte eines Mitbegründers, die sehr, sehr wertvoll sind und nochmal die Anfangszeit. Vielen Dank. Herr Dr. Leidinger, wenn ich Sie nach vorne bitten darf, da kam schon die Steilvorlage gerade. Ja. Sie wüssten mehr. Ich wüsste mir, nein, also was ich weiß, ist, dass wir ein wunderbares Team sind und dass wir dieses Erbe von Dieter Arnold angenommen haben. Es ist das war ein ziemlich großes Schuh, weil er hat mehr oder weniger alles alleine gemacht. Und wir haben immer nur zugearbeitet oder geholfen, wo Dieter die Hilfe gebraucht hat. Ja, und dass er nicht mehr da war, war natürlich dieser Geist nicht da. Und er sagte, das geht nur, indem wir zusammenhalten. Und das haben wir gemacht und ich glaube, wir sind ganz stolz darauf, dass es uns einigermaßen gut gelungen ist. Und dass das, glaube ich, auch eine Zukunft hat. Nicht für uns, sondern für die Kinder dort. Ja. Und dass wir denen praktisch in Bildung und Gesundheit, das sind, glaube ich, das sind Säulen einer Entwicklung. Und da sind wir aktiv tätig. Wie können denn die Zuschauer, Zuhörer sich engagieren? Welche Möglichkeiten gibt es denn? Dann alle, die jetzt zuschauen und zuhören, überlegen Sie natürlich vielleicht selbst auch etwas zu tun. Wie kann man sich da engagieren? Was bieten Sie? Ein bisschen wie wir alle angefangen haben. Ich habe neulich ein Telefonat oder eine Mail, glaube ich, war das, von einem Ingenieur bekommen, von der Firma Bosch, kann ich hier extra noch sagen. Der ist auch so wie ich, Deutsch-Peruaner, und sagt, ja, ich bin jetzt in Alterszeit, würde ich gerne mal was machen, auch etwas zurückgeben dem Land, wo ich geboren wurde. Ne? Also ist auch mein Fall, ich bin als junger Mensch hier gekommen, ich habe mein ganzes Leben hier gearbeitet, meine Steuern fleißig bezahlt, aber das Land, was mich, wo ich aufgewachsen bin, der hat wenig davon bekommen. Und sagte, okay, diese dritte Lebensphase, die mir geschenkt wird, die möchte ich gerne dazu nutzen, das zurückzugeben zu diesem Land.
Und den, diesen Enrique habe ich das Gleiche gesagt. Junge, geh vor Ort, schau dir das Ding mal an und komme, du kannst hier mitarbeiten, wie deine Fähigkeiten sind. Ja, ich bin Elektriker und bin ist technisch angehaucht. Wunderbar, wir brauchen alle Leute. Und wenn du wirklich technisch was hast, ich bin ein armer Chemiker, ja, als Chemiker habe ich wahrscheinlich zwei Linke, ne, und, aber du hast dann zwei Rechte und die brauchen wir. Ne. Wir brauchen jede Hilfe. Und wenn einer sich engagieren möchte, der eine kann mit Zahlen ein bisschen mehr, der andere kann ja, mit Kommunikation ein bisschen mehr, der andere hat Kontakte. Also wir brauchen jede Menge Hilfe. Ein schönes Schlusswort, ein schöner Appell an alle, die zuschauen und zuhören. Herzen für eine neue Welt e.V., ob jetzt so tatkräftig mit dem eigenen Know-how zu unterstützen, ob finanziell, ich nehme mit Patenschaft, Förderverein beispielsweise einzuspenden sicherlich, Freiwilligenprogramm auch. Wenn einer nach Peru reist und auf den Weg nach Machu Picchu geht, dann wird er an uns vorbeifahren. Dann soll er sich hier melden. Und mit Angelika oder mit uns sprechen und sagen, ich fahre nach Peru, ich möchte gerne euer Projekt mal angucken. Und er ist herzlich willkommen. Ja, das ist eine schöne Einladung an alle, weil Machu Picchu kennen alle, die Peru bereisen möchten, würden auch dahin gehen. Und dann fährt in der Tat Urubamba vorbei. Also von daher einen Zwischenstopp einzulegen. Die Einladung ist ausgesprochen. Es liegt an euch, an Zuschauern und Zuhörern, an euch da mitzumachen. Ja, ein Herz für eine neue Welt e.V., der Podcast heute live aus Königstein, aus der Geschäftsstelle des Vereins zum Tag der offenen Türe. Und ich bin sehr froh und dankbar, so viel Kompetenz erleben zu dürfen. Gründungsmitglied, Geschäftsführer Deutsch-Peruaner, Pressesprecherin, Geschäftsführerin, das ist Vorstand, Geschäftsführerin und alle strahlen aus diese große Botschaft. Es lohnt sich, etwas zu tun und den ersten Schritt zu machen. In dem Sinne, schön, dass ihr alle dabei wart, zugeschaut habt, ob in Deutschland oder in Peru. Denkt daran, den Podcast gerne liken und dann auch weitersenden und gerne den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Königstein, aus den Räumlichkeiten. Herzen für eine neue Welt e.V. Tschüss. Tschüss.